Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gehen wir mal etwas genauer auf das Gamepad und die Tastatur ein, sprich auf die Belegung. Wir fangen mal mit dem Gamepad an, da sind wir nämlich relativ schnell durch. Und zwar sieht man jetzt hier, das ist die Steuerung im Missionseditor. Jetzt zu Fuß in der Third-Person-Perspektive. Dann im Fahrzeug nochmal als Third-Person. Im Luftfahrzeug. Und dann kommen wir schon zur Ego-Perspektive. Das sind jetzt die Einstellungen zu Tastatur und Maus. Da habe ich noch nichts dran verändert. Überhaupt an der ganzen Belegung habe ich noch gar nichts individualisiert. Das ist alles so, wie das vom Spiel vorgesehen ist. Gehen wir mal eins weiter zur Tastaturbelegung und die ist sehr umfangreich. Da haben wir dann viele verschiedene Reiter links, ihr seht schon Allgemein, Bewegung, Kampf. Hier jetzt erstmal Allgemein. Was zum Beispiel sehr schön gelöst ist, besser wie jetzt mit dem Gamepad, ist, dass man direkt zu den Personen wechseln kann. Ihr seht es zu Michael wechseln, F5, zu Franklin, F6 und zu Trevor mit F7, da ist man dann natürlich gleich nochmal eine Spur schneller. So, zur Bewegung braucht man nicht allzu viel zu sagen, die ist ja wie in den meisten Spielen. Gehen wir gleich weiter zum Kampf. Da verweile ich dann mal kurz, dass ihr euch das alles in Ruhe durchlesen könnt. So, dann haben wir noch die Waffenauswahl. Die können wir dann alles separat mit dem Tasten 1 bis 9 auswählen. Oder halt das Waffenrad alternativ mit Tab nutzen, beziehungsweise mit der Maus einfach hoch und runter scrollen mit dem Mausrad. Dann zu den Fahrzeugen allgemein. So, Autos, Räder, Boote. Da sehen wir dann Beschleunigen, Bremsen nach links, nach rechts. Das ist eigentlich genauso wie in der Bewegung bzw. wie zu Fuß. Allerdings können wir ja dann hier noch den Scheinwerfer, die Hupe und die Handbremse machen. Beziehungsweise dann mit dem Fahrrad sogar einen Fahrradsprint. Hier jetzt nochmal die Luftfahrzeuge. Da verweile ich auch kurz, damit ihr euch das mal in Ruhe durchschauen könnt. Weiter geht's zu den Tauchbooten. Dann haben wir den Fallschirm. Und natürlich unser Telefon. Mit dem wir sogar einen Selfie machen können, wie wir hier sehen. Auf E zum Beispiel. Tja, und zum Schluss haben wir eigentlich nur noch GTA Online. Und das war auch schon die ganze Tastaturbelegung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ihr noch andere Dinge sehen wollt oder euch andere Sachen noch interessieren zu dem Spiel, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich davon auch gerne noch ein Video machen. Also bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao!